jetzt nimmt sie auf. Oh, jetzt nimmt sie schon auf. Ja. Guten Morgen. Morgen. Und da bin ich schon fleißig. Ja, ausnahmsweise. Das ist auch so ein Effekt vom leichteren Gerödel und vor allen Dingen vom weniger Gerödel. Und die Schuhe wieder Anziehhürde, die ist auch nicht so groß. Und generell muss man sich auch nicht aus dem Zelt rausschälen, sondern nur aus dem Tarp. Das ist was ich grundsätzlich einfach... Ich meine, ich schlafe gerne in unserem Zelt. Aber Tarp ist zum Aufstehen und zum Hantieren und zum Randalieren einfach dann doch noch mal ein bisschen besser. Mhm. Wir hatten enorm viel Wind heute Nacht, also so richtig ordentlich. Das heißt, das selbstgenähte Eigenbautarp hat sich schon bewährt. Es ist nämlich noch ganz. Ist schon mal windgeproof. Jawohl. Um es ein bisschen denglisch formulieren. In dem freischwebenden Aufbau, den wir gemacht haben, also dem relativ hohen, also so mittleren nix. Eigentlich, war nichts. Das hat es uns weggerissen, beziehungsweise die Heringe halt raus oder die Schlaufen aus dem Hering und so weiter. Dann haben wir noch einen ganz tiefen Aufbau gemacht, der hat dann aber auch funktioniert und war auch als Windschutz durchaus zu gebrauchen. Ja. Und kaum hatte ich die Äuglein offen, wurde schon das Tarp weggerissen und der Wind ist wieder da, also von ihm weggerissen. Der war heute mal ziemlich morgenaktiv. Ja, ich habe inzwischen warmes Wasser gemacht für Frühstück. Und bist du auch schon so weit, dass wir stücken können? Ja, wir können stücken. Ich habe schon Tarpzubehör verräumt und ein bisschen generelles Lager aufräumen. Jawohl. Schlafsack zum Trocknen hingelegt. Ja, das liegt bei mir da hinten auch rum. Ja. Und zum Frühstück gibt's, ich drehe euch mal um, bei mir liegt irgendwo das Zeug für Kaffee bereit. Und ein Marmeladenbrot. Und der Ben hat heute was ganz fancy Spezielles, nämlich sein lustiges Bärtranz. Ja, wozu oh, hat ein Loch. Da noch ein bisschen mehr erzählt. Nee, das war doch nur das Zeug, was oben drauf lag. Ach so, okay. Der Feinstaub der Blätter. Ah, gut. Magst du jetzt schon mehr zu Bertrand erzählen? Ja, das hatte ich aber schon mal in einem Video erwähnt. Das ist so eine Alleinnahrung. Anders als das andere Zeug, was man zurzeit in der Werbung dauernd vorgegaukelt bekommt, besteht das allerdings komplett im Grunde aus Haferflocken als Basis und dann verschiedenen gemahlenen Nüssen und so weiter. Es ist also wirklich ein Haferflocken-Nuss-Mix mit noch ein paar anderen Kernen drin. Und damit das mit Vitaminen herpasst, ist theoretisch sogar noch ein bisschen Alge zugesetzt. Das schmeckt man aber nicht raus. Also im Wesentlichen schmeckt es meiner Meinung nach wie so ein Haferflockenbreiching. Also ist eigentlich ja ein bisschen geschmackvolleres Porridge mit leichtem Vanillearoma. Das ist auch noch drin. Gibt es drei Geschmacksrichtungen, glaube ich, Bratapfel. Ja, danke. Bratapfel, Vanille und Klassik. Ich glaube, das war's schon. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwas anderes gegeben hat. Schoko gibt es zum Beispiel nicht. Hat ordentlich Kalorien pro Gewicht. Ordentlich, jetzt auch nicht Bombe. Und ich dachte, da ich noch ein bisschen was daheim rumfliegen hatte, viel war es nicht mehr. Mache ich nämlich mir einfach eine Portion mit auf Tour. Kann man mit Wasser anrühren, kann man mit Milch anrühren. Mit Milch schmeckt es erheblich besser, mit Wasser geht es aber auch. Ich persönlich finde es eigentlich ganz schmackhaft, muss ich sagen. Also eine mindestens eine 6,5 bis eine 7 in der Geschmacksskala. Also schon was auch als danke positiv zu assoziieren ist. Ne? Wie gesagt, wenn man es nur mit Wasser anrühren muss, wenn man keine andere Wahl hat, finde ich zumindest, nehme ich gerne Milch und mache mir jetzt einfach hier nochmal in meine rote Schüssel ein wenig Milchpulver. Das ist zumindest so was Ähnliches wie Milch. Ja, das langt schon. Einfach für den Geschmack. Und dann muss das da rein. Und das gibt dann relativ, also Konsistenz kann man ja auch variieren, wie man das haben möchte. Ich weiß, ich bin wahrscheinlich der Einzige in der weiten Welt, der das wirklich als Trekkingnahrung in Erwägung zieht. Aber ich finde es in Ordnung und ich esse es auch gern zu Hause, beziehungsweise trinke es gern zu Hause. Das ist, wie gesagt, konzipiert als Alleinnahrung. Theoretisch braucht man den ganzen Tag nichts anderes als dieses Zeug, um gesund und vital und sonst wie zu bleiben. Also die Nährstoffzusammensetzung, die hier drin ist, entspricht genau dem,
was da halt eben die Wissenschaft empfiehlt. Und die Tatsache, dass die Wissenschaft genau das empfiehlt, was da drin ist, also in der Zusammensetzung, ob man das jetzt mit Haferflocken erreicht und Algenpulver und oder mit im Grunde irgendwelchen chemischen Zusätzen, von denen keine drin sind, und das ist auch alles in Bioqualität, sämtliche Zutaten, das ist rein wissenschaftlich gesehen fast schon wurscht. Fast. Ja, und da streiten sich immer noch die Gelehrten, und ich bin natürlich auch nicht ausreichend Ernährungschemiker oder sonst wie, um das jetzt wirklich beurteilen zu können. Ich kann nur sagen, schadet ja nichts, dass hier keine Chemie drin verbaut ist, sondern eben nur natürliche Inhaltsstoffe. Ja, rühre ich mir gleich an, da müsst ihr jetzt nicht groß mit angucken. Schatz, hast du schon Kaffee? Ja. Willst du Kaffee in die Kamera halten? Nein. Oh. Kaffee trinken. ja. Und das machen wir jetzt und dann gucken wir, dass wir zügig abbauen. Es ist übrigens 8.30 Uhr. Abmarsch war geplant um 9. Sind wir realistisch, schaffen wir nicht. Aber 10 nach. Kaffeeboost! Kaffeeboost! Wenn du ein bisschen mehr anlehnen würdest, hätte ich bequemer. Oh. Danke. Okay. Also, ja, das kriegen wir dann auf jeden Fall hin. Schön ist auch, weniger Geraffel ist gleich weniger Zeug, mit dem man morgens hantieren muss. Das ist auch nicht so verkehrt. Davon abgesehen ist es halt einfach nicht so kalt. Ich bin die letzten Nächte, die ich draußen war, dann doch andere Temperaturen gewöhnt gewesen. Da ist es dann auch nicht so schwierig, aus dem Schlafsack rauszukommen, wenn es nicht so arschkalt ist draußen, dass man gleich als erstes mal eine halbe Stunde mit Frieren beschäftigt ist. Bis man sich dann ein bisschen bewegt hat beim Zeltabbau oder sonst wie oder was weiß ich. Also da gibt es ja verschiedene Theorien, verschiedene Möglichkeiten. Auch gerade in der Fu-Hiker-Szene scheint es üblich zu sein, also zumindest bei denjenigen, die vloggen, dass man raus aus dem Schlafsack, alles zusammenpacken, sich noch ganz schnell einen Kaffee kochen, den noch runterschlürfen, einen Riegel to go und dann auch schon sofort wieder weitermarschieren. Ich weiß nicht, ob das eine Anpassung gegen, wenn man morgens aus dem Schlafsack kommt, ist es kalt, ist, oder ob die einfach alle Hummeln im Hintern haben. Ich vermute Letzteres. Ja. Gut, soviel zum Morning Report. Das ist also die Lagerroutine mehr oder weniger jetzt auch so gewesen. Ist ja nichts sonderlich Spektakuläres. Das war Kaffee. Ja, Kaffee. Ist leider schon leer. Oh, mach dir halt noch einen. Nein. Na gut. So, tschüss. So, das hier ist ja das deutlich kürzere Video zu unserer Gernsbacher Runde, aber ein bisschen Sachinformation hätte ich hier jetzt doch noch anzubringen, wenn es auch nur die eine ist. Und zwar, dieser Wald hier, der sieht sehr, 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 sehr verdächtig aus. Der ist nämlich sehr lichtdurchflutet, die Bäume stehen weit auseinander und bei den Bäumen handelt es sich ausschließlich um alte Eichen. Nebendran ist schon fast sowas wie eine Wiese. Hier steht auch noch ein Haus im Wald rum. Davon sehen wir auch gleich noch ein Bild. Das ist also alles sehr, sehr verdächtig und ich vermute mal schwer, dass es sich mindestens um einen alten und zwar noch nicht lange aus der Nutzung befindlichen Hutewald hier handelt. Ein Hutewald ist ein Wald, in dem man die Schweine reingetrieben hat, vorzugsweise Schweine, damit sie dann im Wald die Eicheln, die von den hier sehr weit auseinanderstehenden großkronigen Eichen produziert werden, fressen können, und man hat sich eben einen Haufen Geld für Schweinefutter gespart und konnte im Herbst die Schweine so richtig schön fett kriegen, um sie dann im Winter, einen Großteil davon zumindest, dann auch entsprechend zu schlachten, dann eben Wurst zu machen zum Beispiel, und das hat über den ganzen Winter gehalten und man hatte dann also ordentlich Wintervorräte und das alles dank der Eichelmast. Könnte sein, dass man einfach aus Liebe zu historischer Waldnutzung diesen Wald hier noch so beibehalten hat, dass man ihn so entsprechend auch pflegt. Möglich wäre
auch, dass man nach wie vor teilweise ein bisschen mit den Schweinchen hier in den Wald reingeht, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass man sie noch durchs ganze Dorf treibt und dann oben in den Wald. Realistischer ist sicherlich ein, man fährt sie hoch und lässt sie dann da rausspringen oder man macht es mit Ziegen oder theoretisch wären auch widerstandsfähige Rinderrassen möglich, die man mit Eichelmast entsprechend, denen man dann Gefallen tun könnte. Also je nachdem. Primär sind es aber eigentlich immer Schweine gewesen und das sieht hier wirklich mehr als verdächtig aus. Finde ich schön, dass es sowas noch gibt. Es kann auch sein, dass es sich hierbei um einen sogenannten Mittelwald eben entsprechend handelt, einen letzten Rest davon. Das ist ein Konzept, das auch in Frankreich oft anzutreffen ist, wo man eben einen Wald hat, der einerseits der Holznutzung dient, dadurch, dass hier kleine Bäumchen unten drunter wachsen können unter diesen alten Eichen, die vor allen Dingen für die Eichelproduktion zuständig sind, die man dann regelmäßig raushaut und hinterher oder auch während die kleinen Bäumchen am Wachsen sind, kann man dann auch wieder eben, wie gesagt, die Schweine reintreiben, damit sie die Eicheln fressen können. Und wenn man mal einen großen Baum braucht, weil man spezielle Anforderungen hat, für die man eben ein großes Stück Holz benötigt, ordentliche Baumdurchmesser und ähnliches, dann findet man in so einem Mittelwald auch diese Dimension. Der Mittelwald ist also so der bäuerliche, rundum sorglos alle Eventualitäten vorbereitet sein Wald. Und bäuerlich meint selbstverständlich nicht abwertend, sondern es ist wirklich eine tolle Idee gewesen von der ländlichen Bevölkerung damals, die Wälder der in näherer Dorfregion eben mittelwaldartig zu bewirtschaften. Jo. Und das war auch schon die eine Sachinformation, die ich jetzt noch beizutragen hatte. Der Rest ist wieder Evelyns mehr oder weniger lustiges Geschnipsel. Den Gag auf meine Kosten finde ich nicht so lustig, aber der Rest ist gut. Okay, war gelogen. Den Gag auf meine Kosten finde ich auch sehr lustig. Aber jetzt machen wir wirklich weiter. So, dann gehe ich mal vor. Ja, tote Tannen gibt es hier leider auch. Hoppla. Da hat sich eine tote Tanne die Kamera gegrabt. Das ist natürlich schade. Das sieht man bei Tanne besonders nicht gern. Aber wir sind hier natürlich auch auf dem Grat. Das ist hier flüssigkeitsbedarfstechnisch schon eine schwierige Situation. Also Flüssigkeitsversorgung. Auf gut Deutsch gibt es wenig Wasser. Und gerade die jungen Bäume haben dann ein Problem bei der Trockenheit. Die sind aber auch schon eine Weile tot, wahrscheinlich schon 2018 gestorben. Oder Anfang 19. Schatz, da vorne kommt ein Bänkli. Oh, sowas aber auch. Oh, ein Bänkli. Die Aussicht. Ja.
Aussicht. Das da unten ist Reichental. Kennt man schon von meiner Wanderung auf der Murgleiter. Das heißt, aber da kommen wir, glaube ich, auch gar nicht so richtig durch, sondern nur an der Bushaltestelle am Rand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Man kann zur Bushaltestelle reinlaufen. Oder so. Wir kommen gar nicht durchs Dorf. Ach so, okay. Die Gegend um Schloss Ebernstein ziemlich gut kennen, haben wir uns entschlossen, eine kleine Abkürzung über eine Rückegasse zu nehmen, um in der Schweinlachhütte oben wieder auf die Gernsbacher Runde zu stoßen.
So, und mit dem Sonnenuntergang endet das Ganze dann auch klassischerweise. Mehr haben wir schlicht und ergreifend nicht aufgenommen bzw. gefilmt. Und war ein schöner, langer Wandertag. Es waren dann insgesamt doch für unsere Verhältnisse recht sportliche ca. 26 Kilometer. Das hat dann ganz gut gereicht, dann auch am nächsten Tag. Ursprünglich, nur um das noch zu vervollständigen, wollten wir gerne hier an der Hütte übernachten, deswegen ist es auch so spät geworden. Das Dumme war nur, dass wir dann kein Wasser mehr gefunden haben in der näheren Umgebung. In der Karte war wohl ein Bach eingezeichnet, den es da angeblich geben soll. Der hatte dann aber kein Wasser. Und auch mit Ortskenntnis hatte ich jetzt nicht mehr so sehr Bock, jetzt noch, was weiß ich, wohin runter zu latschen, um Wasser zu holen, dann wieder hoch zu latschen, und das wäre alles ein bisschen doof gewesen. Und außerdem abseits der Route, man hätte also am nächsten Tag noch mit Gepäck wieder hochlatschen können, sollen, wollen. Und wir haben uns dann auch wegen kaputter Schulter, weil Rucksack dumm eingestellt, das kommt halt vor, wenn man zum ersten Mal einen neuen Rucksack trägt, haben wir uns dann dafür entschieden, noch die letzten Kilometer runter ins Tal zu machen und dann bereits wieder nach Hause zu gehen. War also eine Zwei-Tages-Tour im Grunde. Ansonsten wäre es eine am nächsten Morgen noch 8 Kilometer gewesen. Also das hätte die Sau auch nicht fett gemacht, aber das Problem halt wieder, wie gesagt, das fehlende Wasser. Die Corona-Situation mit der fehlenden Infrastruktur, wo man dann sich hätte an irgendeinem öffentlichen Toilettchen oder in einem Restaurant oder sonst wo Wasser hätte auffüllen können, also an einem Wasserhahn auf gut Deutsch, die Infrastruktur stand uns ja leider auch nicht zur Verfügung, was die Situation dann nochmal schwieriger gemacht hat. Sonst hätten wir auch problemlos Wasser gefunden, nur ja, war das dann insgesamt ein bisschen doof. Aber auch natürlich nicht wirklich schlimm, und deswegen endet die Tour an diesem Punkt, weil dann war es ja natürlich auch dunkel und den Weg runter ins Tal, der war auch nicht mehr besonders spektakulär, außer dass wir noch ein paar interessante Tiere gehört und gesehen haben, aber leider nicht so deutlich, dass man sie jetzt hätte identifizieren können. Gut, das soll es gewesen sein. Dann bei der nächsten Tour gibt es auch wieder was zu sehen, hoffe ich. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.